Hi, ich möchte euch hier am Stand von O'Neill begrüßen. Valentin mein Name, hier euch eine der wichtigsten Neuheiten präsentieren, die wir dieses Jahr frisch im Programm haben. Das erste Muster reingekommen, muss ich dazu sagen, ja, der Schirm ist noch etwas unfertig. Pike 2.0, Top-Level Enduro-Halbschale. Klassische Features, die eigentlich jeder Helm von uns hat, wie zum Beispiel der Fitlock-Verschluss hier. Eigentlich ein Industriestandard mittlerweile. Klar, Retention-System zur Größenverstellung. Viel interessanter, ist vorbereitet für Goggle. Hat quasi hier ein gerastertes Visier. Er hat genug Platz, um eben die Goggle dann, wenn man mit Goggle fahren möchte, unterm Visier zu verstauen und Schirm zu verstauen. Hier hinten gummiertes Logo, ja, dass der Strap entsprechend am Platz bleibt, nicht verrutschen kann. Ein ganz spezielles Feature, das die Top-Variante dieses Helms dann auch mithaben wird. Wie gesagt, ich muss nochmal betonen, ist noch unfertig, ein erstes Testmuster. Wird dann noch verändert. Hier im Polster mit integriert unser eigenes Rotationsdämpfungssystem, IPX-A-Cells. Kann quasi bei Stürzen dann entsprechend sich bewegen, rotieren. Nimmt dann quasi den Stress, die Belastungsspitzen weg, die eben Gehirnerschütterung verursachen können. Und vermeidet eben so auch bei Stürzen mit geringer Kraft dann entsprechende harte Belastungsspitzen. In diesem Jahr auch das erste Mal mit dem Programm eine eigenständige Frauenlinie. Hier die Details wie auch bei der Männerkollektion. Ein Vier-Wege-Stretch-Material, lasergekattete Belüftungsöffnung über Knielänge, um quasi die Schoner zu verdecken. Zwei komplette Zippertaschen, verstellbare Zipper an den Seiten. Das Jersey, entsprechend auch ein schöner taillierter Damenschnitt. Hier ein Brillenputztuch mit integriert, auf der Seite eine kleine Zippertasche. Mesh, ansonsten eben ein atmungsaktives, schnell trocknendes Material. Kommt in zwei Farbvarianten. Damit hätten wir im Grunde eigentlich auch schon unsere Neuheiten für dieses Jahr soweit gezeigt und abgeschlossen. Vielen Dank euch. Bitte besucht uns auf o'neill.eu. Da findet ihr im Grunde dann auch alles, alle weiteren Details und nochmal die Preise der Produkte. Dankeschön.